Willkommen in der Folge zum Machine Learning und wir starten direkt mit ein paar organisatorischen Vorbemerkungen. Zunächst die Inhalte der Vorlesung. Sie sehen hier eine Reihe von Abschnitten, in die wir die Materialien, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, unterteilt haben. Wir werden nicht alle Abschnitte in diesem Semester durchgehen. Wenn Sie sich schon ein bisschen vorher umgeschaut haben oder dann nach der Vorlesung umschauen, werden Sie feststellen, dass die Materialien sehr umfangreich sind. Sie sehen ja auch, es ist ein alternatives Durchgehen durch die Materialien möglich. Wenn Sie ausschließlich zum Beispiel an Deep Learning interessiert sind, dann können Sie die drei grünen Parts sich insbesondere darauf konzentrieren, wenn Sie privat lesen möchten. Wir werden allerdings in der Vorlesung ein weites Spektrum an Grundlagen Ihnen vermitteln wollen. Nicht alles, was da ist. Es gibt noch viele weitere wichtige Verfahren, die wir aussparen werden. Support Vector Machines sind zum Beispiel eins davon, ist nicht unwichtig. Aber das Wesentliche, was Sie benötigen, um insbesondere, das ist der letzte Punkt hier, sich selbst weiterzubilden. Das ist eine Grundlagenvorlesung. Das heißt, Sie sollen die wichtigen Konzepte kennenlernen, auf denen das Machine Learning aufbaut oder auf die das Machine Learning zurückgeführt wurde, wie sie formalisiert werden, die formalen Hintergründe. In dem Tutorium werden Sie Konzepte auch implementieren oder auch Implementierungen von Dritten verwenden und in der Praxis erproben. Und was vielleicht auch im Idealfall das Ergebnis dieser Vorlesung ist, neben den Grundlagen, um sich selbst weiterzubilden, selbst die Bücher zu verstehen und auch das, was Sie hier an Konzepten gelernt haben, abzubilden. Was auch wichtig ist, dass Sie ein Gefühl dafür entwickeln, auf Dauer. Natürlich kommt das erst mit viel Erfahrung, aber vielleicht schon ein anfängliches Gefühl dafür, welche Methoden und Konzepte Sie auswählen müssen, wie sie anzupassen sind und wie man sie auch praktisch Probleme anwenden kann. Das Machine Learning, wie so viele andere Forschungsfelder, steht nicht allein für sich, sondern es basiert einerseits auf Statistik und Mathematik. Da werden Sie nicht drum herum kommen, da mache ich keinen Hehl draus, es wird ein bisschen formaler werden, aber wir werden versuchen, Sie da gut durchzuführen. Im größeren Feld der künstlichen Intelligenz ist Machine Learning nur ein Teil, vielleicht nicht mal der größte, zumindest damals nicht, als künstliche Intelligenz erfunden wurde. Heute inzwischen durch den Hype, den tiefe neuronale Netze ausgelöst haben, habe ich deutlich mehr Aufmerksamkeit als vielleicht in anderen Bereichen, wie der heuristischen Suche zum Beispiel. Aber es gibt sehr viele Methoden und Algorithmen, die aus dem größeren Feld der künstlichen Intelligenz hier verwendet werden im Machine Learning und auch umgekehrt wieder dorthin zurückgespielt werden. Weitere grundlegende Felder, die starke Überschneidungen mit dem Machine Learning haben, sind das Information Retrieval, das ich auch lehre, Wissensverarbeitung oder die Sprachverarbeitung, die auch Teil des Lehrstuhls ist. Hier erstmal natürlich nur eine Auswahl, es gibt noch viele weitere, keine Sorge. Andere Professuren sind auch stark vom Machine Learning betroffen und haben Grundlagen bzw. steuern Grundlagen bei. Anwendungen von Machine Learning gibt es haufenweise. Sie begegnen maschinellen Lernverfahren im täglichen Leben dieser Tage, in Entscheidungssystemen, in medizinischen Systemen, ist einfach vor, Suchmaschinen ständig sind rein, inzwischen zu einem ganz großen Teil rein mit Machine Learning basiert. Bisschen Zukunftsmusik, selbstfahrende Autos oder auch sowas Banales wie ein Schreib-Support-System. Ein Spellchecker ist eine Art von erlerntem System, auch wenn es größtenteils regelbasiert ist. Die Vorlesung basiert auf einer ganzen Reihe von Literatur und Büchern. Die wichtigen Bücher sind hier zusammengestellt und einige davon sind auch online verfügbar. Es ist teilweise harter Tobak, schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen haben wir in der Vorlesung versucht, insbesondere Professor Stein, der die Materialien ursprünglich erschaffen hat, die verschiedenen Terminologien und auch Formalismen, die in den verschiedenen Büchern verwendet werden, zu unifizieren. Das bedeutet, Sie werden in den Materialien in dieser Vorlesung
eine möglichst einheitliche Darstellung wiederfinden, die teils auch von denen in den Büchern abweicht. Das Wichtige ist, dass sie die Konzepte verstanden haben, um dann, wenn sie einem Formalismus begegnen, der nicht unbedingt dem entspricht, wie es zum Beispiel auch im Web ist, der hier in der Vorlesung gelehrt wird, dass sie die Konzepte aufeinander abbilden können, um dadurch die Symbole zu verstehen. Hier kommt direkt eine Frage. Genommen, ich wäre nur willig, ein Buch davon zu lesen. Wie soll ich lesen? Wenn Sie nur ein Buch lesen wollen, erstmal zum Einstieg, schmökern Sie in den Mitchell rein. Darauf basiert auch der Anfang der Vorlesung. Da kommt dann Konzeptlernen und Ähnliches. Und ansonsten, wenn Sie in Richtung Deep Learning gehen wollen, das Goodfellow-Buch wäre zu empfehlen. Aber Sie sehen jetzt hier auch schon, die verschiedenen Felder, die vorher aufgesichtet sind, sind hier auch wieder repräsentiert. Support Vector Machines, da sollten Sie ja in den Christian-Linien reinschauen. Oder wenn es um statistisches Lernen angeht, Bayes, dann vielleicht doch eher in den Hasty. Also so ganz trivial ist es nicht, nur auf ein Buch zu zeigen, das alles irgendwie abdeckt. Grundlagen, Mitchell. Dann kommt das raus, was wir hier wollen. Aber wie gesagt, wir haben uns, Mitchell ist, Sie sehen, 1997, wir haben uns schon ein bisschen weiterentwickelt an dieser Stelle und wir versuchen da auch sag mal, mit der Zeit zu gehen und die Struktur, die heutzutage gelehrt wird, auch mit aufzugreifen in verschiedenen Büchern. Tut mir leid, dass ich keine abschließende Antwort geben kann auf die Frage, welches einzige Buch hiervon zu lesen ist. Also es gibt bestimmt gute Bücher, die eine Gesamtübersicht geben, die haben wir hier nicht aufgeführt. Geht noch weiter. Ah nee, als nächstes, klar, Sie werden Dinge implementieren wollen oder Sie machen es vielleicht auch schon. De facto Standard ist Python und hier könnten Jupyter-Notebooks von großem Nutzen für Sie sein, um schnell zu prototypen. Wenn es mal größer wird, dann sind die IDEs, Visual Studio Code oder PyCharm-IDE zu empfehlen. Für Machine Learning, das Rechnen im Machine Learning selbst, NumPy und Scikit-Learn. Scikit-Learn implementiert klassische Lernverfahren, also das heißt solche, die nicht nur auf Deep Learning basieren, aber es gibt natürlich haufenweise weitere Libraries, die Deep Learning implementieren. Deep Learning wird kein größter Fokus hier in der Vorlesung sein, schicke ich direkt vorweg, das kommt erst später. Und wenn es um Statistik geht, R oder Octave, beziehungsweise SciPy, wenn Sie Statistisches Rechnen in Python implementieren wollen.